Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen zusammengebauten Video. Heute ein Unboxing. Wir öffnen den Karton der Brick Bank. Das neue LEGO Creator Expert Gebäude mit der Artikelnummer 152 und enthalten sind 2380 Steine. Somit wieder mehr im Vergleich zum Detective's Office aus dem Vorjahr. Hier sehen wir schon die Steine, die enthalten sind. Das sind also demnach einige und auf der Rückseite sehen wir, wie sich das Neugebäude dann macht im Zusammenspiel mit den direkten Vorläufern. Zu sehen auch hier ganz links das wunderbare Pariser Restaurant. Ja und jetzt sehen wir auch noch weitere Funktionen hier oben. Da gibt es also noch einige Überraschungen, unter anderem wird ja Geld gewaschen. Wir wollen aber den Karton öffnen und hineinschauen. Was also erwartet uns? Was erwartet mich? Glücklicherweise ja abermals keine Sticker und nur bedruckte Steine. Es geht also. Zunächst einmal aber schauen wir hier rein. Das also sind die Tüten. Und so viel sei verraten: Es sind vier Bauabschnitte. Das also ist keine Überraschung. Einmal mehr kann das Ganze entspannt in mehreren Häppchen durchgeführt werden. Die Grundplatte sehen wir da schon. Hier ist sie in voller Pracht zu sehen. Ist die Standardplatte, die es aktuell auch zu kaufen gibt. Da also keine allzu große Überraschung. Sehr schön, aber hier schon die grünen Fenster, die zum Einsatz kommen. Davon gibt es so einige. Weitere Tüten mit der Nummerierung. Und hier sehen wir schon weitere. Bricks, die zum Einsatz kommen, flache Steine hier für den Fußweg vornehmlich, vermute ich mal. Also da ist einiges los und das wird richtig Spaß machen, all das zusammenzusetzen. Ein fast schon Lego-Klassiker, den es nun seit rund zehn Jahren gibt. In jedem Jahr ein Häuschen. So muss das sein. Hier sehen wir die Anleitung. Und auch das werden wir dann nochmal kurz aufschneiden. Auch die Brick Bank wurde federführend von Jamie Burat entworfen. Mit Ausnahme des Factory Sets und des Kinos und des Rathauses wurden alle modularen Gebäude von Jamie Burat entworfen. Das ist also das schöne Buch. Es gibt nicht mehrere Anleitungen, in Heftchen in mehreren Abschnitten. Aber das Buch hier wirkt richtig edel und hochwertig. Insofern passt das in meinen Augen. Jo, hier nochmal die vier Bauabschnitte. Und wir sehen, das ist ein richtiges Büchlein. So, und da sind aber immer noch Steine drin, damit uns nicht langweilig wird. Und jetzt mal kurz die rustikale Variante. Die letzten Steine holen wir auch noch aus dem Karton raus. Jawohl. Und dann haben wir sie alle beisammen. Also, ich freue mich drauf, das Set zusammenzubauen. Und dann wird es natürlich auch ein ausführliches Review geben der neuen Steinebank, der Brickbank, das neue modulare Gebäude aus der Lego Creator Export Serie. Das war es aber zunächst von mir. Das war das Unboxing. Und das Review folgt in Kürze. Bis dahin, frohes Bauen und Tschüss.